Ja, das ist ein langer Weg. Wir haben ja zunächst erstmal als Amateurband angefangen, haben lange Zeit das nachgespielt, was international angesagt war. Also Rolling Stones und Spencer Davis und Beatles zum Teil. Und dann irgendwann haben wir dann angefangen zu versuchen, eigene Musik zu machen. Die ersten Gehversuche diesbezüglich liefen dann in den 60er Jahren. Da haben wir dann ein paar Rundfunkaufnahmen gemacht beim Sender Dresden, das war 67, nur instrumental. Zur Gründung der Band kam es so, also ich hatte schon als Schüler in der 9., 10. Klasse eine Schülerband bei mir in der Schule. Und dann kam ja die Revolution der Musik mit dem Erscheinen der Beatmusik, also mit den Beatles und Rolling Stones. Und wir waren damals natürlich davon so inspiriert und so angetan, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Band. Und so ist es dann gekommen. Und dann hatte ich ein paar Freunde. Der eine spielte Bassgitarre, der Benno Fiedler war das. Norbert Jäger spielte Klavier. Und noch andere Freunde spielten andere Instrumente. Und so hatten wir uns dann 1964 im September gefunden. Ich habe den Martin Schreier, der Chef und Gründer der Kapelle ist, mit denen habe ich die Schule besucht. Und irgendwann bin ich dazugestoßen bei den ersten Proben, wo sich die Band als Amateure gegründet hat hier in Meißen. Ja, und dann fehlte immer jemand, der so die schriftlichen Sachen erledigt. Beziehungsweise ich war dann auch eine Zeit lang Techniker. Und so haben wir uns kennengelernt in der Berufsschule hier in Meißen. Wir waren ja noch sehr jung und wir hatten dann geprobt in dem Luftbad Spar, das ist so ein Erholungslokal in Meißen, wo viele Schrebergärten sind, dort hatten wir geprobt. Und der Kneiper, der fragte uns in der Anfangsphase, ob wir nicht bei einer Rentnerfeier spielen können. Und da haben wir gesagt, gut, okay, wir machen das. Und dann haben wir uns noch ein paar damalige Schlager drauf gedrückt und ein bisschen Volksmusik. Und dann haben wir für die Rentner faktisch gespielt. Und die Rentner waren ganz angetan. Und bei uns hatte alles geklappt. Wir waren zwar sehr aufgeregt, aber es war ein Erfolg. Und das war unser erstes Spielerlebnis sozusagen. Also in der DDR war es immer noch so, dass man relativ gute Kontakte zur westlichen Welt hatten und zur angloamerikanischen Musik, natürlich hauptsächlich über Radio. Später dann haben uns Freunde dann die eine oder andere Schallplatte mitgebracht und daraus entwickelten wir unser Repertoire. Also wir haben uns das abgehört und dann haben wir das so gut wie möglich gespielt. Wir waren sehr ehrgeizig und haben auch die Sachen, die wir nachgespielt haben, damals schon als junge Leute ganz gut gespielt. Martin hat den musikalischen Weg eingeschlagen und hat studiert an der Musikhochschule in Dresden und meine Wenigkeit habe auch studiert, allerdings in ganz andere Richtung, Kraft- und Arbeitsmaschinen. Und bin aber nach wie vor der Sternkompromissen treu geblieben und immer mit gewesen und habe alles organisiert. Und dann war nach dem Studium stand für mich die Frage, was machst du? Gehst du jetzt irgendwo in den VEB-Betrieb, wie er damals war, oder versuchst du irgendwie eine Möglichkeit zu finden? Und die wurde gefunden, weil es einen guten Menschen gab im Rat des Kreises Meißen, hieß das damals. Und der hat mir eine Steuerbescheinigung ausgestellt und ab diesem Moment war ich Geschäftsführer der Sternkompo Meißen und konnte steuerlich richtig abgerechnet werden und war sozusagen auch der erste Manager von Rockbands in der ehemaligen DDR. Der Bandname entstand so, das war ein kleines Kuriosum. Also vor uns, also 1964 gab es schon eine Tanzband in Meißen mit Namen Sternkompo Meißen. Und diese Band löste sich genau zu diesem Zeitpunkt auf, wo wir angefangen hatten. Und die hatten uns freundlicherweise ihre Kapellenschilder geschenkt. Das sind so Schilder, wo vorne in Glitzerschrift der Name draufsteht und so gleichzeitig als Notenpult verwendet werden kann. Und der Name auf diesem Schild war Sternkompo Meißen. Und da haben wir aus ganz praktischen Gründen haben wir gesagt, okay, dann nennen wir uns gleich Sternkompo Meißen. Das war die Zeit noch, als wir zum Teil nachgespielt hatten, da haben wir viel von Emerson, Lake & Palmer gespielt. Und Emerson, Lake & Palmer war eine Band, die hauptsächlich lebte durch eine Hammond-Orgel. Das war das wichtigste Instrument bei denen. Also, wenn wir das nachspielen wollten,
mussten wir eigentlich befleißigt sein, uns dieselbe Orgel zu besorgen. Aber da das eine amerikanische Orgel war, war das natürlich für uns sehr schwierig und war fast unerschwinglich. Und dann hatte ich durch großen Zufall mitbekommen, dass ein Herr in Magdeburg, der eine Hammond-Orgel spielte, ein Alleinunterhalter, der war verstorben. Und zu dessen Witwe haben wir dann Kontakt aufgebaut und haben mit viel Überredungskunst und einem dicken, fetten Finanzangebot haben wir ihr diese Orgel faktisch abgekauft. Und somit hatten wir als erste Ostband auf der Bühne live eine Hammond-Orgel. Ich habe damals in Dresden, war ich im dritten Studienjahr Musikstudium an der Hochschule für Musik Karl-Maria von Weber. Und da hatte ich damals in einer Band gespielt aus Freiberg, die nannte sich Exitas Combo. Und die hatten natürlich immer so ein bisschen geschwärmt, wir haben jetzt einen geilen Organisten und so. Und da sie dann mit Martin Schreier immer so in Verbindung standen, hat natürlich Martin Schreier lange Ohren gekriegt und hat dann irgendwann den Weg zu mir gefunden und hat sozusagen mich eingekauft. Das war im Januar 1973. Und dann zu den ersten richtigen Rundfunkaufnahmen kam es. Da waren wir dann schon ins Profilager gewechselt, 1970. Da hat die berühmte Veronika Fischer bei uns als Sängerin gesungen, faktisch. Und da sprach man uns an von Amiga damals, das war die DDR-Plattenfirma. Es gab ja nur eine. Und die sprachen uns an, wir sollten, da gab es so eine Serie für Beatmusik damals. Und da sagte man zu uns, wir sollten auf der sogenannten Hallo 5, das war die Reihe, sollen wir einen Titel machen. Und da hatte einer von uns einen Song geschrieben für die Veronika Fischer und der hieß Ein Tag in der Stadt. Das war 1970. Das war faktisch der erste wirkliche Schritt, sagen wir mal, in eigene Richtung zu denken. Aber ganz konsequent und ganz eindeutig den Schritt, nur noch eigene Musik zu machen und einen eigenen Stil zu entwickeln, der kam erst dann 5 Jahre später. Und zwar 1975. Da entstand dann faktisch ein eigenes Werk, ein eigener Stil. Und konsequent haben wir dann nicht mehr nachgespielt. Der Stil der Band wurde natürlich anfangs erstmal geprägt von dem, was wir nachgespielt hatten. Und auch wie unser Geschmack natürlich war, unser Musikgeschmack. Und unser Musikgeschmack ging in Richtung Jazzrock, in Richtung Klassik, also in Richtung Artmusik. Und diese Bands hatten wir damals schon nachgespielt. Ich erwähnte es schon, Emerson, Lake & Palmer oder Plots with the Tears oder Chicago und Temptations. Und daraus resultierend haben wir faktisch unseren eigenen Stil entwickelt, der genau dann in diese Richtung ging. Und das hängt auch viel damit zusammen. Erstmal so, ich will das mal ganz profan sagen, mit unserer sächsischen Mentalität einerseits. Und andererseits hing es auch damit zusammen, dass wir natürlich alle in Dresden an der Musikhochschule Karl-Maria von Weber studiert hatten. Und dort hatte sich so unser Musikstil auch durch den Unterricht und durch die Besonderheit der Schule auch herauskristallisiert. Das war auch noch ein großer Einfluss. Bei Sternkummer war das sehr ausgeprägt, dass jeder sich einbringen konnte. Es gab ja dann ganz wenig Fragmente, es gab Vorschläge und Ideen, die haben wir dann im Studio sozusagen entwickelt und haben sie dann auch gleich live gespielt. Das war das Beste, was wir damals hätten machen können. Erstmal live gespielt und dann die Erfahrungen des Live-Spielens dann auf die Plattenproduktion übertragen. Ja? Insofern war ja, da gab es dann mal eine Platte, die ist Nächte, ja? Und war glaube ich 1986, wann das war. Die haben wir dann auf diese Weise ergründet, die Songs. Und da konnten wir uns natürlich auch wunderbar selbst einbringen. Und die Songs haben sich dann auch entsprechend so gestaltet. Ja. Jeder hatte Ideen, mach mal so, das und das. Und plötzlich war der Song da. Und live hat es auch gut funktioniert. Ja. Gerade als Komponist oder wenn man kreativ ist, muss man ja auch die Signale oder Inspirationen von außen haben. Das, zum Beispiel Wetter spielt eine ganz große Rolle, schönes Wetter oder irgendwie eine Atmosphäre, die irgendwie zufällig entsteht, die kann schon beflügeln und irgendeine Idee hervorrufen. Aber ich habe zum Beispiel, ich habe ja 5 Jahre auch in Meißen gewohnt,
von 75 bis 80, bis wir dann nach Berlin gegangen sind, die komplette Band. Und da habe ich hier in der Dresdner Straße zur Untermiete gewohnt, hatte dann mein Klavier. Und da ist eine ganze Menge eigentlich entstanden. Ja, und ich hatte einen schönen Blick auf die Elbe und auch hier in das Tal hinein. Das hat also, war schon sehr beflügelt, muss ich sagen. Ich habe dann Skizzen gemacht, wie man das so macht. Und dann, das Weiße Gold ist ja auch in Meißen entstanden. Damals gab es natürlich noch nicht so eine Technik wie heute mit Computern, wo man sofort seine Idee festhalten kann. Da gab es eben nur ein Spulentonband oder man hatte eben Notenpapier, einen Bleistift und ein Lineal und da hat man das sofort versucht festzuhalten. Ja. Ich hatte wirklich mal Lust mit Thomas Kurzholz zu spielen, weil der war für mich im Prinzip damals, als ich so als Stift zu Stern Meißen gegangen bin, da war ich total beeindruckt von dem Sound erstmal. Damals so mit Quattro und auch wenn es nicht Quattro war, es klang immer sehr gut damals. Und was die da geschraubt haben und gespielt haben, das hat mich damals schon unheimlich beeindruckt. Ne? Und da habe ich so als gesagt, so in so einer Band würde ich mal mitspielen. Und dann kam es dann in den 80ern dazu, aber da war Thomas Kurzholz eben gerade nicht mehr dabei. Andreas Bicking dann gespielt und jetzt ergab sich mal die Gelegenheit, auch mal die Sachen aus der früheren Zeit noch zu spielen. Und natürlich neue, die wir jetzt neu aufnehmen für eine neue Platte. Viele Werke aus den 70ern sind dabei, unglaublich viele. Ja, also er hat einfach den Sound geprägt hauptsächlich, ne, durch seine Keyboards und so. Und das fand ich schon interessant, weil das eigentlich das authentische Stern-Meißen-Sound ist. Ja, bei Thomas ist das ja immer so, er ist ja in Bezug auf seine monumentalen Werke immer sehr vorsichtig im Konzert. Also er sagt dann immer, naja, ob die Leute das durchhalten, ob die das hören wollen, diese langen Stücke und so weiter. Und Axel und ich, wir sind ihm immer extrem auf den Sack gegangen dann und haben gesagt, ja, aber das ist Stern Meißen, das macht eben genau diese Band aus, diese langen, monumentalen Artrock-Stücke. Und es war dann irgendwann mal so gewesen, dass wir im Frühjahr bei Sebi im S-Bahn-Wagen uns als Band getroffen haben und eine kleine Feier da veranstaltet haben. Und da habe ich zu Sebi gesagt, leg doch mal die erste Schallplatte auf, dass wir Thomas mal zeigen, was er so Schönes komponiert hat damals. Das hat Sebi gemacht und hab dann so zu Thomas rüber geschaut und hab so gemerkt, wie die Lauscher immer größer wurden und so, oh, was ist denn das hier? Und so, ah ja, stimmt, das habe ich mal gemacht damals und ach, das ist ja geil und schön. Und, ja, und da haben wir gesagt, na dann lass es uns doch wieder im Konzert spielen. Ja, Licht in das Dunkel, Mütter gehen fort ohne Laut. Ja, und seitdem haben wir es wieder drin und die Leute stehen drauf. Wir hatten erstmal ein Demo gemacht mit so einer Art pseudo-englischen Text, wo man also auch schon erkennen konnte, welche Stimmung soll damit, zum Beispiel beim Südpol, soll damit erreicht werden. Windgeräusche hat man da schon mit eingebettet und eben das gesamte Arrangement. Also dem Texter musste man schon auch irgendwie eine Inspiration liefern. Und hat man ihm gesagt, was man sich vorstellt, welche Thematik. Und dann hat er versucht, da irgendwie das natürlich in passende Reime und Zeilen zu kleiden, sozusagen. Und manchmal hat es gepasst, manchmal hat es eben funktioniert, manchmal hat es eben aber auch nicht gepasst. Und da haben wir uns natürlich dann auch unterhalten müssen, weil wir sagen, nee, das ist eigentlich nicht das, was wir aussagen wollten. Also das passiert natürlich in so einem schöpferischen Prozess, weil das nicht immer alles übereinstimmt. Früher in der Amateurband habe ich natürlich immer irgendwelche internationalen Songs auch mal gesungen. Fühlte mich aber eigentlich nicht als Sänger, war auch nicht und bin auch nicht der Sänger. Aber dann war es mal so, dann hatte ich ein paar Songs gemacht und einer davon, diesen Song zu singen, also den Rainer Fissler. Weil der war in der Stimmlage ein bisschen tiefer und er konnte das nicht richtig singen. Und da habe ich einfach gesagt, okay, dann singe ich ihn selbst. Ja, und dann habe ich den gesungen und dann war das ein großer Erfolg, wieder erwarten. Und ja, so ist es dazu gekommen, dass ich auch mal den einen oder anderen Song gesungen habe. Wir waren immer schon als ganz junge Band, als Amateurband sehr bemüht, eine gute Technik und gute Instrumente zur Verfügung zu haben, weil das faktisch die Basis war, um qualifizierte Musik zu machen. Und genau diese Entwicklung eskalierte sich natürlich dann mit zunehmender Zeit, insbesondere Anfang der 70er Jahre, ganz extrem ab Mitte der 70er Jahre, wo natürlich das Equipment also viel, viel umfangreicher war, quantitativ und qualitativ. Also wir haben uns dann befleißigt, einen Teil der Technik, die wir brauchten, um unseren Job zu machen, selbst zu bauen. Und den anderen Teil haben wir dann auf dunklen Kanälen
haben wir den uns besorgt oder besorgen lassen. Also das war dann auch nicht einfach, war auch zum Teil gefährlich und vor allen Dingen war es sehr teuer, weil damals gab es ja noch einen Kurs. Also Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre war das so, da war die Ostmark zur Westmark 1:4. Später dann eskalierte das bis 1:7, 1:8. Also insofern waren die Aufwendungen schon sehr immens. Ich muss auch dazu sagen, dass wir in der damaligen DDR die Band waren, die faktisch die ausgefeilteste Live-Technik hatte von allen Bands. Also wir haben ja damals schon als, glaube ich, als einzige Band in Europa Quadrophon live gespielt. Das heißt eine Vierkanaltechnik und diese Art Artmusik, die wir gemacht haben, die bedurfte das auch, weil das war wichtig, diese akustische Darstellung und das war damals eine schöne Sache. Wir waren damals ja zu Ostzeiten, ich sage mal vor allen Dingen in den 70er Jahren, sehr darauf angewiesen, selber zu basteln. Also wir haben selber die Box gebaut, haben uns Baupläne besorgt, da gab es also hier einen Herrn Leideck hier in Meißen, ein Tischlermeister, der hat die Sachen gebaut. Dann haben wir uns natürlich auch mit Elektronik versehen und haben also eigene Verstärker gebaut. Da gab es damals den Lay Selection, den Lay Vokal und da gab es auch ein großes Mischpult. Das war eben ein Vierkanal-Mischpult, selbst gebaut von einem gewissen Herrn Grunwald, der überall hingefahren ist, wo es ging, Bauteile zu kaufen, zum Beispiel aus der Tschechoslowakei, elektronische Bauteile und so weiter. Und jedenfalls hatten wir die Möglichkeit, mit dann einem speziellen Joystick über vier Boxensysteme, also nicht nur Stereo-mäßig, sondern vierkanalmäßig, sodass wir also wie normalerweise vorne zwei Boxen stehen und hinten standen auch noch zwei. Und nun konnten wir bestimmte Töne und Geräusche, zum Beispiel Wind, dann durch den Raum wandern lassen, sodass natürlich eine ganz tolle Windanimation möglich war bei Kampf um den Südpol, was natürlich für das Publikum unheimlich beeindruckend war. Und für uns war es sehr schön, über sowas zu verfügen. Und vor allen Dingen, wir hatten es auch selber gebastelt. Und kann man schon sagen, das war Sternkummer meistens Innovation. Das war eine ganz, ganz schwierige Sache. Anfangs haben wir unsere Instrumente mit einem PKW und einem Anhänger durch die Gegend gefahren, mit einem sogenannten Warszawa. Das war ein polnisches Auto, ein ganz verrücktes Ding. Damit konnte man nur 40 Stundenkilometer fahren und ging immer kaputt. Es war widerlich. Später dann haben wir uns einen kleinen Bus besorgt, was auch sehr schwierig war. Das war so Anfang der 70er Jahre. Und dann, als das Equipment so eine Dimension annahm, dass wir bis zu 8 Tonnen transportieren mussten, haben wir uns dann mit viel Glück und Geschick und auch zum Teil viel Geldeinsatz, haben wir uns dann große LKWs gekauft. Natürlich nur die es in der DDR gab. Das war ein sogenannter W50. Und ganz zum Schluss dann in den 80er Jahren sind wir mit zwei großen LKWs gefahren und zwei großen Hängern dran. Da haben wir fast 10 Tonnen bewegt. So ist es gewesen. Die Bands so in den 70er Jahren durch die DDR getourt sind und die Klosterbrüder und wir waren eine Band, die mehr so ein bisschen im Underground agiert hat. Also wir waren nicht offiziell angesagt in keinen Medien, aber wir hatten Tausende und Zehntausende, Hunderttausende von Fans. Und die Fans von denen waren dieselben wie von uns, waren die, die uns hinterher getrennt sind. Und das war auch für uns irgendwie eine Haltung, diese ganze Geschichte. Und deswegen waren wir befreundet und sind irgendwann mal auf die Idee gekommen und haben gesagt, okay, wir tun mal beide Bands zusammenschmeißen, fusionieren. Und es hieß dann auch tatsächlich Fusion. Und wir haben dann eine große Tour von 60 Konzerten gemacht im Jahre 1975 mit den Klosterbrüdern zusammen. Und sind natürlich heute noch befreundet. Wir hatten eine 6-Wochen-Tournee Anfang der 70er Jahre mit Fusion und waren dann unter anderem dann auch zu einem großen Open-Air-Konzert in Schwerin. Da sind 12.000, 15.000 Leute etwa gekommen, spielten erstmal einige Bands, Cover hoch und runter. Und wir hatten dann unser Projekt und da gab es auch ein russisches
Ensemble, die macht natürlich ihre schönen traditionellen Tänze. Und dann gab es den Conferencier Günthi Krause. Den haben wir an dem Abend besonders schätzen gelernt. Er macht also da so die Ansagen. Und da missfiel ihm offensichtlich, dass also einer der Fans in so einer grünen Kutte da eben versucht hatte, so ein bisschen russische Folklore zu machen. Setzte sich leider ab und zu auf den Arsch. Naja, wie das eben so war, das war ja nur einfach nur lustig auf jeden Fall. Fühlte sich der Herr Krause veranlasst und erstmal diesen Typen, der sich da nun mühte und sich sowieso schon lächerlich machte, fing er an, diesen zu beschimpfen, indem er sagt, das sieht nicht gut aus, du siehst überhaupt nicht gut aus. Und naja, da gab es ein bisschen Aufruhr bei den anderen Leuten, die fanden das nicht so schön, dass Günthi Krause das nötig hat, den da naja, nun mehr oder weniger zurechtzuweisen. Daraufhin fühlte er, der Günthi Krause, sich veranlasst, dem ganzen Publikum mitzuteilen, ihr seht auch nicht gut aus und das ist ziemlich schlimm, ja, wie ihr euch hier aufführt, und gab es ganz schön Revolte. Also ich meine, Buhnen auspfeifen, und das hatte dann zur Folge, dass der Herr Krause dann gar nicht mehr auf die Bühne gehen brauchte. Der wurde also immer gleich ausgebuht. Auf jeden Fall stand dann die ganze Veranstaltung mit den 12.000 Leuten auf der Kippe. Und großes, wichtiges Treffen hinten im VIP-Bereich, sprich Bühnengarderobe. Auf jeden Fall waren dann auch noch mal zwei Herren im Anzug mit Schlips. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war das auch ein blauer Anzug, ein roter Anzug. Für mich war es eigentlich ein grauer Anzug. Auf jeden Fall haben die uns hier doch ernsthaft angesprochen. Wir sollten doch Einfluss nehmen auf unsere Fans, damit hier die Veranstaltung nicht abgesagt werden muss, kein Stecker gezogen werden muss. So, das war die ganze Vorgeschichte. Auf jeden Fall bin ich dann, sah mich also veranlasst, als einer der Protagonisten auf die Bühne zu gehen mit Herrn Krause. Der sagte nur, ey, das ist Reinhard von der Stern-Kombo, und macht eine derartige Welle. Und naja, ich bekam dann das Mikrofon von Günthi Krause und sagte ihm dann einfach mal, naja, den Leuten, Leute, vielleicht ist es ja möglich, dass wir uns hier besänftigen. Ja, da hat Krause wohl mal einen Lapsus gehabt, und naja, ansonsten sieht sich der Veranstalter dann vielleicht genötigt, hier die Sache abzubrechen. Wunderbar, die Sache war gerettet. Die Leute blieben wirklich ruhiger, und ich fühlte mich dabei eigentlich gar nicht so wohl, weil ich mich nur für Herrn Krause entschuldigt habe. Für Herrn Krause. Auf jeden Fall war es dann so, wir machten das Konzert mit großem Erfolg. Ich weiß nicht, wie viel Zugaben, ist ja auch egal. Es waren, glaube ich, 12.000 oder 15.000 Zugaben, die wir dann gegeben haben. Für jeden Einzelnen auf jeden Fall Erfolg der Sache war, wir hatten aufgrund dieser Rettung der Situation erstmal einige Jahre Spielverbot in Schwerin. Ja, da fällt mir was ein. Als wir in Berlin im Neu-Helgoland gespielt haben, da ist mal während des Kahlen Berges was Lustiges passiert. Und zwar muss ja Martin während des Stückes mehrere Gongschläge absolvieren. Das ist witzig, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Und die Szenerie kam dann bald, und Martin stand hinten in der Garderobe und musste eigentlich raus, musste vorne Gong spielen. Und ich sah bloß, wie er seinen Arm hob und dann ausholte in dem Moment, als der Gongschlag auch dran war. Und es erklang aber kein Gong. Und Martin war so in seinem Element. Ja, aber der Gongschlag fehlte. Und das ist
nach wie vor witzig, wenn ich darüber nachdenke. War eine lustige Story. Ja, wir hatten ein interessantes Konzept, waren in der DDR überall rumgereist, sind dann nach Bulgarien, nach Russland gekommen, bis zum Ural, bis zum Kaspischen Meer, sind Tschechoslowakei und Ungarn gewesen und hatten erste Angebot natürlich auch nach dem Westen. Und das hat leider nicht geklappt, weil das ehrenwerte Komitee für Unterhaltungskunst hat uns da nicht gelassen. Ja, insofern standen wir dann etwas ratlos natürlich da und unsere Band hätte sich dann auch nennen können. Zweite allgemeine Verunsicherung, weil das ja nach innen wirkt und letztendlich auch dazu geführt hat, dass wir ja dann Unfrieden nach innen, in die Band eigentlich dann auch mal wieder gesucht haben, weil einfach mal wir ähnlich privilegiert waren wie auch ein paar andere namhafte Bands, sich auch im Westen zu orientieren und mal zu präsentieren. Und ja, das ist so ein bisschen auch unser Schicksal gewesen, dass, und dann wäre es vielleicht sogar bis heute nachhaltiger gewesen, dass Stern-Combo auch international noch mehr präsent gewesen wäre. Wir hatten Angebote aus Japan, aus Südamerika und natürlich auch speziell in der Waldbühne in West-Berlin. Ja, 83, das waren so mehrere Ereignisse, die sich da überschlagen hatten. Es gab erstens einen Sängerwechsel bei der Stern-Combo, oder damals hieß es ja schon Stern-Meißen, das Combo wurde damals weggelassen. Und es war nicht die beste Atmosphäre in der Band, weil erstmal der Erfolg, den wir eigentlich vorher gewohnt waren, einfach mal nicht mehr da war. Die Leute waren natürlich sehr enttäuscht über den Sängerwechsel und haben eigentlich IC nicht so richtig akzeptieren wollen. Also, weiß nicht, also es war jedenfalls, es hat keinen richtig Spaß gemacht. Und ja, dann kam das Angebot im Dezember 1983 von Henning Brotzmann, damals der Chef von Karat, und hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, oder so bei Karat einzusteigen. Und das habe ich dann getan. Naja, ein Sänger prägt ja immer schon irgendwo die Band. Und ich glaube, dass auch die Ära, die dann in den 80er Jahren mit IC eingeleitet wurde, auch seine Berechtigung hat. Ne, weil wir haben dieser Sache auch zu verdanken, dass es die Band heute noch gibt. Ne, weil sonst wäre vielleicht schon 1982 oder 83 damit Schluss gewesen. Also ich war schon mal in den 80ern dabei, als es Stern-Meißen war. Also nicht die Combo-Zeiten, sondern im Prinzip die Zeit mit IC. Bin ich mit Frank damals zusammen eingestiegen. Martin Schreier hatte mich mal auf einem Konzert angesprochen mit meiner Band, die ich davor hatte, aus Erfurt, Marathon. Und da war ich dann von 84 bis 89 oder so war ich in der Band. Ich habe ja schon mal in einer der ersten Besetzungen gespielt. Das war 85 bis 88. Und das war damals, davor habe ich gespielt in einer Kapelle, die hieß Dazu. Und da kam plötzlich zu einem Dazu-Konzert der Martin daher und fragte mich, Mensch, hast du nicht Lust bei Sternen und so weiter, wie das damals zu DDR-Zeiten so war, da kannte man sich ja untereinander und so, fragte er dann, hast du nicht Lust? Ja, so kam ich dann zur Kapelle, Stern-Combo, und dann hat sich das alles wunderbar ergeben, lief ein paar Jahre, bekanntlich bis zur Wende, war ja dann erstmal Schluss für viele Bands. Ja, und dann haben wir in anderen Bands gespielt. Bei Veronika Fischer zum Beispiel, haben lange Jahre mit dem Bassisten, auch mit dem Axel Schäfer. Und dann, eines Tages, rief der Martin schon wieder mal an und sagte, Mensch, wie sieht's denn aus, wollen wir nicht nochmal? Ja, so kam das jetzt zustande. Naja, das passte halt damals genau in die 80er, was wir gemacht haben, auch so vom Äußerlichen. Das war ja teilweise sehr witzig, wie wir aussahen mit so Ballenfrisuren und so. Wenn ich jetzt die Poster sehe, ich lach mich drüber. Ja, klar. Ja, es waren eben die 80er, das war Pop eben, 80er Pop, und war eine lustige Zeit, auf jeden Fall, hat Spaß gemacht. Also wir waren sehr viel unterwegs damals und
bergauf, bergab. Und ja, es ist, also viele Lieder finde ich heute auch noch zeitlos, die wir damals gemacht haben. Andere sind vielleicht unmodern geworden oder so. Ja, also es war eine ganz verrückte Zeit. Und zwar hatte Sternkompo Meißen am 9. Oktober 1989 das letzte Konzert. Also wir waren kein Wendeopfer, hatten einfach, es passierte wenig und die Leute hatten ja zu diesem Zeitpunkt auch andere Gedanken schon, sodass wir sagten, also lass uns erstmal eine Pause machen. Wir versuchen irgendwie wieder später was Kreatives zu erstellen. Ja, und dann war da eben einen Monat später die Wende und wir haben uns in alle Winde verstreut. Der Rainer, der hat solistisch was gemacht, Martin Schreier, der Band, hatte ein Studio, das war übrigens auch das erste DDR-Studio, private DDR-Studio. Und ja, so sind wir auseinandergegangen. Ich habe einen Festzeltbetrieb gegründet hier in Meißen und habe Dorffeste organisiert mit Schlagersängern und Blasmusik und Volksmusik. So, und dann kam eben die Zeit, wo es wieder langsam losging und dann kamen Fans teilweise an und sagten, Mensch, Putti spielen, City spielt, Karat, was ist mit Sternkompo Meißen? Und da habe ich 96 die Band Sternkompo Meißen wieder ins Leben gerufen. Naja, es war vielleicht auch so in der Zeit, die Leute wollten auch erstmal was anderes kennenlernen, was sie vorher nicht gehört haben und wollten sich erstmal andere Künstler angucken, die sie vorher nicht sehen konnten. Und jetzt ist es aber so nach und nach wieder so, dass viele eben zurückkommen und sich an ihre Jugend erinnern und mal das nochmal hören wollen und deswegen nochmal kommen. 1990 kam ja die Wende, da lief also für uns Ostmusiker eigentlich kaum was und musste sich jeder erstmal so ein eigenes Standbein neu erschaffen. Ich habe zum Beispiel mir ein Tonstudio so nach und nach aufgebaut, habe viele Rundfunk-Werbespots produziert in den 90er Jahren. Und habe auch für Leute Arrangements gemacht und komponiert. Und dann kam irgendwann Detlef Seidel, das muss so 1995 gewesen sein, hat gesagt, Mensch, wir müssen die alte Combo wieder ins Leben rufen. Die Leute wollen aber die Combo hören, nicht die Stern-Meißen-Besetzung, sondern das alte, erfolgreiche aus den 70ern. Und da habe ich nochmal Ja gesagt und da ist es nochmal dazu gekommen. Na, Probleme gab es erstmal eigentlich nicht. Wir hatten uns eigentlich erstmal gesagt, weil ja damals schon wieder viele andere Ostmusik-Bands oder Ostbands sich wieder formiert hatten und nochmal gesagt haben, jetzt gehen wir nochmal Gas, haben wir gesagt, na, da müssten wir uns eigentlich auch mit einmischen, denn wir haben ja auch ein beträchtliches Stück Musikgeschichte im Osten geschrieben und so ist es eigentlich dazu gekommen. Sachsen-Dreier, das wurde irgendwie auch so, glaube ich, so auch gleich so 96 geboren, diese Idee. Da waren wohl die Beteiligten, die Idee hatten, wo Detlef Seidel, dann Werder Lohse von Lift und Martin Schreier. Und wir hatten eigentlich gedacht, dass die drei großen Bands aus Sachsen doch eigentlich sich einfach mal zusammen vermarkten und dadurch vielleicht sogar noch mehr Publikum ziehen könnten. Und ja, das einfach mal, das war eigentlich auch eine, muss ich sagen, eine clevere Geschäftsidee. Ja, man kann so sagen, dass die Sternkompo meistens eine Art Berufsschule war. Also bei uns hat ja die Veronika Fischer gesungen als Sängerin 1973. Dann war der Uwe Hasbecker, der jetzt bei Silly ist, oder der Peter Rasim von Pudis, Andreas Bicking. Also könnte ich jetzt unendlich Musikanten aufzählen, die bei uns waren. Und das waren immer Schaffensperioden und wir wollten immer kreativ sein und was Neues machen. Leider Gottes waren wir nur in der DDR ein bisschen eingeschränkt territorial, weil von Suhl nach Warnemünde ist man unheimlich schnell gefahren und man konnte nur im Jahr dreimal in Rostock spielen. Weil das haben die Leute gesagt, haben die nie wieder was Neues. Und so schnell kann man nicht immer eine Platte produzieren, obwohl wir sehr fleißig waren, auch auf diesem Gebiet. Und hatten, muss ich auch sagen, wir hatten große Angebote von westlichen Agenturen, die durften wir leider nicht wahrnehmen. Vielleicht hätte sich dann Sternkompo Meißen in eine ganz andere Richtung bewegt. Also ich habe die Kompo Meißen eigentlich kennengelernt durch Lexa, mit dem ich seit 15 Jahren eine eigene Band habe. Und intensiv Musik mache und ihn eigentlich auch von früher aus der Sternkompo Meißen Zeit noch kenne als Musiker dort bei der Band, aber hatte mit der Band selber nichts zu tun, außer dass ich da wusste, dass es die gibt und Platten machen und wirklich erfolgreich waren und sind und tolle Musik schreiben. Also meine erste Begegnung mit der Band fand im Plattenschrank meiner Eltern statt. Und zwar habe ich da die LP Reise zum Mittelpunkt des Menschen entdeckt. Ganz großer Kopf drauf, ein blaues Cover und das hat mich als Kind total, wow, was ist denn das hier und so. Und dann habe ich die dann im
mal auf den Plattenteller irgendwann gelegt mit 8 Jahren oder was. Und das, hab ich gesagt, was ist das für seltsame Musik? Das ist ja völlig abgefahren. Wie geht das da los? Da hab ich gedacht, wow, das ist ja interessant. Und da habe ich das dann gehört und bin seitdem gefesselt. Ja, ein anderes, ich sage mal, Schicksal von Steinkombo ist ja, dass es so ist, die Band wurde durch das Charisma vieler Künstler geprägt und ich hatte 10 Jahre lang ja auch die Möglichkeit, da mit zu prägen und mich selber zu entwickeln. Ja, und es waren über 40, fast, ich glaube sogar 50 Musiker, die insgesamt bei Steinkombo dabei waren. Die einen kamen dazu, die anderen gingen. Es gab immer wieder ein neues, frisches, sage ich mal, Konzept, was natürlich dann auch personelle Folgen hatte. Das, was ich sehr wünsche und wo ich hoffe, dass eigentlich auch das Publikum, das Steinkombo, das Steinmeißen-Publikum so lange mitgeht, wie ein spürbarer Geist und eine Spiritualität, Steinkombo-Meißen-Geist, erhalten bleibt. Und da wünsche ich natürlich auch der Band weiterhin viel Erfolg, vor allen Dingen, ich sage mal jetzt gegenwärtig, wo es endlich wieder soweit ist, dass sich neue Stücke, neue Konzepte zeigen in dieser neuen Besetzung. Ja, weil ich einfach mal meine, wir haben lange genug auch unsere eigene Denkmalspflege gepflegt und betrieben. Also es gab, wie bei jedem Künstler und bei jeder Band natürlich, Höhen und Tiefen. Aber insgesamt muss ich sagen, so die ganze Zeit, ist von vielen guten Erinnerungen, mehr von guten Erinnerungen geprägt wie von negativen. Was für uns ganz interessante Events waren natürlich oftmals die Konzerte in den neuen Bundesländern, also damals in der DDR, wo wir viele, viele Fans hatten und auch den Konkurrenzkampf, den es innerhalb der DDR-Bands gab, auch bestehen konnten und wir eine angesagte Band waren. Das hat uns sehr gefreut, dass wir ein großes Publikum angesprochen hatten. Ja, und ganz im Einzelnen könnte ich so erwähnen, gut, wir haben 2 große Sowjetunion-Tourneen gemacht und das war natürlich ganz verrückt, weil dort zehntausende Leute zu unseren Konzerten gekommen sind und die absolut angetan und überzeugt waren von dem, was wir gespielt hatten. Und da war so eine enthusiastische Begeisterung, dass wir das eigentlich nie vergessen werden. Also das war klasse. Na, eigentlich die Musik, die ich für die Band geschrieben habe, beziehungsweise auch die schönen Jahre hier in Meißen und dann auch die vielen Konzerte, die wir damals gemacht haben. Wir haben ja sehr oft gespielt, also im Schnitt waren es teilweise sogar 25 Mal im Monat. Also teilweise konnte ich auch kaum noch mal eine Klaviertaste sehen, weil ich dachte, jetzt musst du erst mal was anderes machen. Wir haben viel an der Ostsee gespielt, das war immer äußerst dufte, das war also ein bisschen Verbindung gleich mit Urlaub und so. Aber es war auch harte Arbeit und ich sage mal so, und auch die Arbeitsweise, die wir zusammen als Band hatten, die war auch eigentlich sehr professionell damals schon. Und ja, das sind eigentlich die schönsten Erinnerungen. Und natürlich der Erfolg, den wir letztendlich durch unsere Fans gehabt haben und das also heute auch wieder, auch gestern wieder gespürt haben, dass unsere Musik noch nach wie vor gefragt ist und zeitlos ist und die Leute uns das danken. Ich glaube, das schönste Erlebnis war für mich das erste Mal mit der Band das Weiße Gold komplett aufzuführen, also komplett die lange Version. Also das war für mich, da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Weil ich mir wirklich schon auch im jugendlichen Alter gewünscht habe, mal die Erkenntnis zu singen und auch mal den Traum. Das war für mich immer, und es ist Wirklichkeit geworden. Spontan fällt mir jetzt ein, dass wir damals sehr viel an der Ostsee auch gespielt haben im Sommer und das waren immer wunderschöne Konzerte, also so mit Open Air. Überhaupt hat man ja damals sehr viel gespielt und dann sind wir eben wirklich überall gewesen eigentlich, so in der alten DDR. Ja.
Ansonsten ist es immer sehr lustig, was es alles für Namen gibt für die Einzelnen. Ich bin wieder immer überrascht, wie die, was es noch für Spitznamen gibt für die einzelnen Musiker. Auf jeden Fall, viele, viele. Kommen jeden Tag neu raus. Aus 45 Jahren, da sammelt sich richtig was an. Ja. Das ist witzig. Ja, also Norbert, der heißt immer Rutschke oder Bimmel oder ja. Der Fürst oder... Der Fürst der Kalimbin. Der Kalimbin. Der Kalimbator. Der Kalimbator. Zum Thema Spitznamen. Naja, Frank ist ja bei uns, unser Schlagzeuger, ist ja bei uns der Erlesene. Thomas ist der Bäcker. Da habe ich mal Martin gefragt, warum eigentlich der Bäcker? Dann hat er mir mal gesagt, weil er irgendwie früher immer in Meißen unter seiner Wohnung direkt einen Bäcker hatte. Deswegen war es halt irgendwann mal der Bäcker und sich immer Brötchen geholt hat. Martin Schreier ist der Rabe. Da weiß ich jetzt aber gar nicht warum. Nee, so weit kann ich jetzt die Hosen nicht runterlassen. Ich habe zwar eine Vermutung, aber so weit kann ich jetzt die Hosen nicht runterlassen. Thomas bin ich immer der Glöckner, aber das hat damit was zu tun, dass er auf seinem Handy irgendwie immer so einen Glockenschlag hat, wenn ich ihn anrufe. Seitdem bin ich halt der Glöckner. Was ist zu toppen? Ja, dass wir einfach mal die Gelegenheit bekommen, auch in den alten Bundesländern aufzutreten. Und das wäre eigentlich nochmal unser Wunsch. Hier im Osten kennt man uns zur Genüge. Die Westkünstler kennt man im Osten zur Genüge, aber uns kennt man als gestandene Band leider im Westen nicht. Und wir würden schon mal ganz gerne auch im Ruhrgebiet auftreten oder in Schleswig-Holstein oder in Bayern, um zu zeigen, was Sternkompo Meißen kann. Wir wünschen uns einfach noch, dass unser Publikum uns treu bleibt, dass wir noch viele interessante, gute Konzerte machen und dass wir einfach noch viel Freude und Spaß haben und unsere Fans auch. Ja, das 50-Jährige ist ja dann nächstes Jahr, 2014. Und ja, wir hoffen, dass wir da noch ein paar schöne Konzerte spielen können und vielleicht auch die Leute mit ein paar neuen Songs überraschen könnten. Also Thomas und ich, wir sind ja gerade schon dabei, ein bisschen was zu kreieren dafür und ja, lassen wir uns mal überraschen. Und dann wollen wir eigentlich mit unseren Fans und wir selbst auf der Bühne noch viele Jahre Spaß haben und auch den Leuten eigentlich was Gutes vermitteln. Ja, also ich glaube, die Hörerschaft erweitern. Wirklich moderne Musik zu schreiben, die zeitlos ist und wirklich überall hinpasst, in die ganze Republik überall hin. Also gar nicht so unbedingt auch vielleicht auf diese DDR-Geschichte beruhen lassen, sondern wirklich also weiterdenken und vielleicht auch internationaler, weil die Werke teilweise sind einfach gigantisch und die kannst du überall spielen, nicht auf der ganzen Welt. Da findest du auch eine Hörerschaft in Amerika oder England oder das ist echt, das wäre toll, ja. Damit zu touren und durch Europa damit groß zu werden, wäre eigentlich so, was ich mir vorstellen könnte. So. Das war im Prinzip das, was der Band damals verwehrt war, dass sie eben nicht ins Ausland fahren konnten. Sonst hätten sie sich sicher schon in 70er Jahren auch sonst wo in Europa oder Leute gefunden, die das gerne gehört hätten oder aber... Ja. War halt nicht möglich, jetzt wäre das möglich. Und zumal zu der damaligen Zeit kaum jemand so einen Sound gemacht hat. Ja. Also mit Quadrophonie und den Synthesizern, das war sehr aufwendig und hat kaum jemand gemacht zu der Zeit. In den 70ern kenne ich kaum eine Band, die das so explizit darauf Wert gelegt hat, richtig auszufeilen und am Sound zu schrauben, bis es wirklich super klingt. Und also das sind deutsche Band speziell. Das finde ich heute auch wieder sehr modern. Ne? Also ich würde mir auch wünschen, dass eben viel jüngere Leute sich hierher verirren und sich das mal anhören. Weil die wir jetzt getroffen haben in letzter Zeit, die waren immer total beeindruckt von dem Live-Sound eben und dass da eben alles per Hand gemacht ist. Weil viele sind heute so aufgewachsen mit programmierten Sachen oder dass sie einfach nur noch zu irgendeinem Playback singen oder so. Das hat mich an der Band schon immer begeistert, dass das eben alles handgemachte Musik ist. Zwar mit tierischem Aufwand natürlich dadurch, aber dadurch macht es auch besonders Spaß. Ne?